Mit dieser Einnahmequelle habe ich jetzt schon wieder 46.630,70 € verdient und das insgesamt durch 8.593 Klicks. 2.279,50 € waren Refunds und insgesamt konnte ich 503 Sales generieren. Das sind die Einnahmen also hier, die ich mit diesem Ein-Affiliate-Programm generiert habe und ich beweise das gerne auch. Ich lade das Ganze mal neu und klicke nochmal hier auf All-Time drauf. Dann seht ihr auch hier, dass das wirklich meine Einnahmen sind und wir schauen uns das Ganze einfach mal zum Beispiel im letzten Monat an. Da sind zum Beispiel jetzt hier wieder reingekommen 412,99 €. In den letzten 6 Monaten sind wieder reingekommen 8.513,97 $ und zum Beispiel über das komplette letzte Jahr sind reingekommen 19.389,81 $. Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne zeigen, wie ich diese Einnahmen hier generiert habe und wie ihr das Ganze auch könnt. Wenn ihr übrigens gerne mehr von genau solchen Videos sehen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet und wenn ihr wollt, auch gerne diesen Kanal hier abonnieren, ist es selbstverständlich zu 100% kostenfrei. Womit also habe ich jetzt diese Einnahmen hier generiert? Das hier sind Einnahmen aus meinem Affiliate-Marketing-Business und diese 46.630,70 $ sind wirklich die Einnahmen, die ich mit diesem einen einzigen Programm hier generiert habe. Dieses Programm ist Thrivecard. Thrivecard ist ein Tool, das man promoten kann und dieses Tool praktisch erlaubt es Unternehmern, ihre Checkout-Prozesse deutlich smarter zu gestalten und dadurch halt ihren Umsatz zu erhöhen. Und es gibt viele Online-Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite und denen ich zum Beispiel sage, hey, es gibt halt hier Thrivecard, nutzt das doch für deine Checkout-Prozesse, weil damit verdienst du dann mehr Geld, weil mehr Leute, die zur Checkout-Seite gelangen, dann tatsächlich auch kaufen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, wie soll ich das aber umsetzen? Weil mein Ziel fürs heutige Video ist es ja, euch eine Anleitung zu geben. Das Erste, was ihr tun müsst, ist Folgendes. Nämlich, wenn ihr mit Affiliate-Marketing Geld verdienen wollt, braucht ihr erstmal eine klar definierte Zielgruppe. Nämlich, wer ist für euch eine relevante Zielgruppe? In meinem Falle zum Beispiel wusste ich, okay, Unternehmer sind für mich relevant. Unternehmer vor allen Dingen soll in meinem Falle bedeuten, Leute, die halt schon ein bisschen Umsatz machen. Also vielleicht ein paar 10.000, ein paar 100.000 Euro pro Jahr. Das ist so die typische Zielgruppe für mich. Für mich ist es relativ irrelevant. Sag jetzt mal, welches Alter die Leute haben, welches Geschlecht sie haben, Einkommensverhältnisse etc. Das ist für mich alles völlig irrelevant. Was für mich aber relevant ist, ist, dass diese Leute zumindest schon ein wenig Erfahrung haben als Unternehmer und sie müssen natürlich auch einen existierenden Online-Shop haben. Auch wenn die Leute wenig oder gar keinen Umsatz machen, könnten sie hier daran interessiert sein. Wenn sie natürlich schon, sagen wir mal, ein paar 10.000, ein paar 100.000 pro Jahr machen, sind sie noch interessanter für mich, aber dennoch gehören noch Leute zu dieser Zielgruppe hinzu, die gerade erst ihren Online-Store starten. Und diese Zielgruppe müsst ihr euch zuallererst mal überlegen. Das heißt, wen wollt ihr eigentlich targetieren? Für diese Leute müsst ihr dann natürlich ein ordentliches Angebot entwickeln. Und dann braucht ihr Folgendes, nämlich ihr braucht natürlich einen Weg, diese Leute zu erreichen. Zum Beispiel meine Nummer 1 Traffic-Quelle ist definitiv hier mein YouTube-Kanal. Das heißt, über meinen YouTube-Kanal erreiche ich Leute, die gerne zum Beispiel einen Online-Store aufbauen wollen, die gerne Geld verdienen wollen und an diese Leute kann ich dann zum Beispiel auch Thrivecard promoten. In eurem Falle müsst ihr euch halt überlegen, okay, welche Art von Zielgruppe habe ich und dementsprechend, wo finde ich diese Zielgruppe? Finde ich die auf YouTube? Finde ich die auf Instagram? Kann ich die mit einer Facebook-Ad erreichen? Habe ich die vielleicht sogar schon vorliegen, die Zielgruppe? Und ich kann sie per Mail zum Beispiel kontaktieren. Das, wie gesagt, sind Traffic-Quellen und ihr müsst euch überlegen, welche Traffic-Quelle ist für mich die richtige? Ich zum Beispiel hatte mich damals entschieden für YouTube, weil ich einfach mir dachte, hey, wenn ich Geld verdienen Content mache und E-Commerce-Content mache, da gibt es viele Leute auf YouTube, die da wahrscheinlich sind, an die ich praktisch meine Videos ausstrahlen könnte und die dann womöglich auch was kaufen würden oder Coachings buchen würden etc. Und das hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn ihr also praktisch eure Zielgruppe gefunden habt und ihr habt eine Traffic-Quelle gefunden, dann müsst ihr natürlich diese Traffic-Quelle auch ordentlich aufbauen. In der Praxis soll das bedeuten, dass ihr mit der Zeit zum Beispiel haufenweise YouTube-Videos postet oder zum Beispiel, dass ihr eure Mailingliste aufbaut oder zum Beispiel, dass ihr Kollaborationen aufbaut oder zum Beispiel, dass ihr Werbung schaltet. Also das ist meistens nicht unbedingt etwas, was man über Nacht macht, was ein bisschen dauert, aber wenn ihr erstmal den Prozess begonnen habt, dann könnt ihr auch langfristig hier einiges rausholen und könnt euch eine ordentliche Zielgruppe aufbauen. So, dann der nächste Punkt ist der folgende, nämlich wenn ihr tatsächlich mit Affiliate-Marketing Geld verdienen wollt, müsst ihr halt euch fragen, welche Art von Affiliate-Marketing-Programm möchte ich denn eigentlich promoten? Möchte ich zum Beispiel PPA, PPL, PPC oder PPD promoten? Das heißt, welches von diesen Programmen ist für mich am relevantesten? Bevor ich euch erkläre, was das für Programme sind und wie ihr wirklich Geld mit solchen Dingen wie zum Beispiel Thrivecard verdienen könnt, habe ich auch noch mal eine kurze Empfehlung für euch, nämlich derzeit gibt es wieder alle von meinen Kursen für jeweils gerade mal 9,99 €. Ich habe euch alle von diesen Kursen hier in der Videobeschreibung drin verlinkt, aber Achtung, dieser Sale hier geht nur noch für die nächsten 24 Stunden, das heißt für kurze Zeit
könnt ihr noch die Kurse einschreiben und könnt, wie gesagt, für eine kurze Zeit diesen 9,99 € Sale wahrnehmen. Und auch der 16,5 Stunden lange Affiliate Marketing Meisterkurs habe ich euch in der Videobeschreibung drin verlinkt. Das ist mein einziger Kurs rund ums Thema Affiliate Marketing, ein absolut gigantisches Produkt, direkt der Nummer 1 Kurs tatsächlich zu diesem Thema hier auf Udemy. Ich habe euch, wie gesagt, den Kurs in der Videobeschreibung drin verlinkt. Auch dieser Kurs hier 9,99 € sowie alle von meinen anderen auch Marketingkursen, gerade mal einmalig pro Kurs 9,99 €, absolut keine versteckten Kosten, keine Abozahlung. Links zu den Kursen sind in der Videobeschreibung drin. Gut, kommen wir dann zurück zum eigentlichen Thema. Was genau sind diese Affiliate-Programme hier? Also PPA, PPL, PPC, PPD. PPA steht für praktisch Price Per Acquisition oder Cost Per Acquisition. Gibt es zum Beispiel auch CPA, CPL, CPC, CPD und so weiter und so fort. In meinem Fall habe ich es jetzt praktisch Pay Per Acquisition genannt. Nämlich Pay Per Acquisition bedeutet einfach nur, dass wir Geld bekommen für jeden einzelnen Sale. Das ist zum Beispiel das, was ich hier bei Thrivecart mache. Dann gibt es auch die Option Pay Per Lead. Das heißt, Unternehmer zahlen dafür, dass ihr praktisch für die Unternehmen Leads generiert. Also E-Mail-Adressen, Kontaktdaten. Dann gibt es PPC, also Pay-Per-Click. Einige Unternehmen bezahlen euch auch dafür, dass sie einfach nur Klicks generiert. Das heißt, ihr kriegt dann zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Cent pro Klick oder 1 Cent pro Klick oder wie viel auch immer. Und dann gibt es natürlich noch PPD und das ist dann praktisch Pay-Per-Download. Das wäre zum Beispiel bei Apps der Fall. Das heißt, wenn ihr eine App promotet und ihr werdet bezahlt für jeden einzelnen Download, dann wäre das, wie gesagt, halt hier die Option, für die ihr euch entscheiden könntet. Und ihr müsst euch halt fragen, wie passt dieses Affiliate-Programm mit meiner Zielgruppe zusammen? Und in meinem Fall habe ich zum Beispiel eine relativ einfache Prämisse. Nämlich, ich habe gesagt, okay, ich möchte mehrere Dinge zur selben Zeit promoten, ohne dass es auffällt, dass ich mehrere Dinge zur selben Zeit promote. Wie kann man das machen? Auf der einen Seite natürlich, klar, promote ich Dinge mit PPA, also praktisch Pay Per Acquisition oder Cost Per Acquisition, und das mache ich, indem ich solche Dinge promote, wie zum Beispiel Thrivecart oder andere Produkte, sag ich jetzt mal, auch Publisher Rocket oder sowas, das heißt, wo Leute einmalig eine spezifische Summe zahlen und ich kriege dann halt einen Profit Share davon. Zum Beispiel bei Publisher Rocket ist das 50%, das ist so ein Software-Tool, das ich promote, oder Teachable oder Canva oder welches Software-Tool auch immer ich promote. Überall kriege ich dann zum Beispiel 20% oder 50% oder wie viel auch immer. Und dann habe ich immer gesagt, hey, ich möchte noch weitere Affiliate-Programme promoten, ohne dass es so wirkt, wie als würde ich es promoten. Und genau deswegen habe ich mich dann auf PPL fokussiert, also praktisch Pay-Per-Lead. Also ich werde dafür bezahlt, dass ich E-Mail-Adressen generiere. Und da gibt es dann unterschiedlichste Marktplätze, auf denen ihr diese Arten von Affiliate-Programme finden könnt. Aber wichtig ist halt, dass ihr euch erstmal fragt, dass ihr euch überlegt, okay, welches Affiliate-Programm passt denn tatsächlich zu meiner Brand? Welches Affiliate-Programm kann ich denn wirklich langfristig promoten? Und wenn ihr das dann euch überlegt habt, dann würde ich halt nach ordentlichen Vendoren schauen. Das heißt, wo genau findet ihr Produkte, wo genau findet ihr Anbieter für diese Affiliate-Programme? Und zum Beispiel Thrivecart, wie gesagt, ist etwas, was ich promote, ist aber etwas schwerer zu promoten. Es gibt dann aber auch so große Marktplätze wie zum Beispiel Digistore24, wo eigentlich für jeden von euch etwas dabei ist. Dann geht ihr hier auf Digistore24 drauf, klickt hier oben auf Marktplatz, lest euch das Ganze durch, schaut euch halt die unterschiedlichen Produkte an. Das, was euch am besten gefällt, könnt ihr halt anfangen zu promoten, indem ihr einfach hier auf rechts jetzt promoten draufklickt und ihr habt euch ja eine Traffic-Quelle aufgebaut und über die könnt ihr dann promoten, also über YouTube, über Instagram, über Facebook oder was auch immer. Und viele von euch sagen jetzt sicherlich auch wieder, weil ich es lese immer wieder in den Kommentaren, ja Leon, dir fällt es ja leicht, Dinge zu promoten, weil du hast ja Reichweite. Ich habe anfangs auch keine Reichweite gehabt. Keiner schenkt einem Reichweite. Ihr müsst halt einfach langfristig eure Reichweite aufbauen durch zum Beispiel regelmäßigen YouTube-Content, durch zum Beispiel, sagen wir mal, Content in Kombination mit einem Call to Action. Also ihr sagt, hey Leute, geht in die Videobeschreibung rein, dort ist irgendwie, sagen wir mal, ein kostenloses PDF und dann geben Leute halt ihre E-Mail-Adresse ein und darüber generiert ihr eine E-Mail-Liste. Oder bei Instagram könnt ihr mit Hashtags arbeiten, könnt ihr Ads schalten, könnt ihr Kollaborationen machen, könnt auch YouTube oder praktisch Influencer-Marketing auf Instagram machen, das könnt ihr übrigens auch auf YouTube machen, dass ihr also Leuten Geld dafür bezahlt, dass sie zum Beispiel einen Story-Shoutout machen oder sowas. Das sind halt alles Optionen, die ihr habt und ihr müsst sie halt einfach nur nutzen. Und wenn ihr dann praktisch eure Reichweite habt und ihr habt die Art von Affiliate-Programm gewählt und ihr wisst, wen ihr targetieren wollt und ihr habt dann auch einen guten Vendor, auf den ihr euch verlassen könnt, zum Beispiel Thrivecart, Digistore24, Finance Ads at DaisyCon, dann könnt ihr halt mit der Promotion starten. Und ich habe mich für eine Kombination aus PPL und PPMA entschieden, weil ich halt weiß, okay, bei PPA, gut, da habe ich halt solche Dinge wie Thrivecart, die ich promoten kann, aber gleichzeitig kann ich halt auch Dinge promoten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Programme hier bei DaisyCon, wo ich also dann bezahlt werde für jede einzelne E-Mail-Adresse. Und das ist für mich zum Beispiel ein extrem gutes Affiliate-Programm oder ein extrem einfacher Weg für mich, Geld zu verdienen, weil ich die Leute gar nicht überzeugen muss, weil hier zum Beispiel auf der Plattform ich praktisch einfach nur dafür bezahlt werde, dass ich Leuten Empfehlungen für spezifische Websites gebe, die melden sich dort an und dann kriege ich halt für jede einzelne Empfehlung Geld und das ist definitiv eine richtig, richtig schöne Sache. Und jeder von euch kann sich tatsächlich auch solche Affiliate-Einnahmen aufbauen, ihr müsst halt bloß langfristig dranbleiben. Deswegen durchlauft diese Schritte hier, schaut, dass ihr eine richtige Zielgruppe findet, eine ordentliche Traffic-Quelle aufbaut, eine gute Art des Affiliate-Programms wählt, die miteinander kombiniert und dann halt einen ordentlichen Vendor wählt und wenn ihr das alles miteinander kombiniert und langfristig macht,
dann werdet ihr auch richtig gutes Geld mit Affiliate-Marketing verdienen können. Und das hier tatsächlich ist nur ein winziger Teil von meinen Einnahmen. Also ich habe jetzt schon 100.000 Euro mit Affiliate-Marketing verdient und ich denke, dass jeder von euch das Ganze auch kann. Ihr müsst halt bloß einfach Gas geben und das Ganze als etwas Langfristiges sehen. Und wenn ihr, wie gesagt, mehr über das Thema Affiliate-Marketing wissen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich nämlich ein Link zu meinem Affiliate-Marketing-Meisterkurs und natürlich auch Links zu allen von meinen anderen Geldverdienkursen, Marketingkursen. 9,99 € pro Kurs. Schaut dort gerne mal rein. Das war's noch mit dir für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen.